Er sagt nämlich in einem Hadith, der bei Bukhari und anderen überliefert wird, Al-Ainani Taznian wa Zinahuma Nazar. Die Augen begehen Zina, Unzucht, und die Unzucht der Augen ist der Blick. Wa Al-Lisanu wa Al-Ainani Taznian wa Zinahuma Nazar. وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْمَنْطِقِ. Und die Zunge begeht Zina. Und das, die Unzucht der Zunge, das ist das Sprechen. Und dann sagte er, وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُمْ. Das heißt, und der Mensch begehrt und wünscht, und die Geschlechtsglieder, sie bestätigen das alles. Also hier das Tasdiq, wa yusaddiq, wal farju yusaddiq. Hier wird das Wort Tasdiq benutzt. Die Geschlechtsglieder, sie stimmen zu oder lehnen ab. Das Gegenteil von Tasdiq, der Takdib, das Ablehnen, Verleugnen. In dieser Überlieferung entnehmen wir wichtige Dinge, und zwar, dass der Tasdiq nicht nur auf die Zustimmung des Herzens oder die Anerkennung des Herzens begrenzt wird. Ebenfalls sehen wir auch, dass die Leugnung nicht nur mit dem Herzen geschieht, sondern auch durch Handlungen zum Ausdruck kommt. Hier ist auch ein weiterer wichtiger Hinweis, und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bezeichnet hier gewisse Dinge als Zina. Hier ist aber nicht die wirkliche Unzucht gemeint. Er nennt diese Dinge, diese Taten Zina, weil sie zum wirklichen Zina, zur wirklichen Unzucht führen können. Nicht, weil es sich hier wirklich um Unzucht handelt. Dingen Namen zu geben, zu denen sie in der Zukunft führen oder werden, ist eine bekannte rhetorische Figur in der arabischen Sprache, wie auch im Koran vorkommt in der Geschichte von Yusuf, als zwei junge Männer mit ihm ins Gefängnis kamen und ihm ihre Träume vortrugen. Da sagte eine von ihnen, Inni aradi a'siru khamra. Ich sehe, also im Traum, dass ich Wein auspresse. Hier ist nicht gemeint, dass er wirklich Wein ausbricht, sondern Trauben. Aber er nannte die Trauben Wein, weil sie zu Wein werden. Oder weil das Auspressen der Trauben dazu führt, dass sie zu Wein werden. Nicht aber, weil der Wein selbst ausgepresst wird, weil das eben nicht geschieht.